Tier Takeover. Willkommen bei Top Tier Takeover. Berlin macht mal leer! Wir haben zwei gigantische MCs hier auf der Bühne und ich werde euch vorstellen. Zu meiner linken Seite ein vielversprechender MC, ganz viele Battles bei Don't Let the Label Label You, hat dort auch mehrmals gute Leistung gezeigt und heute zum ersten Mal bei Top Tier Takeover macht Lärm für Claire! Zu dem MC auf meiner rechten Seite, ein Phänomen aus dem Osten. Jemand, der auch mehrmals bei Rap am Mittwoch abgerissen hat. Und heute ist er hier zum ersten Mal bei Top Tier Takeover und möchte seine Punchlines euch präsentieren und zerrippen. Macht Lärm für Finch Asozial! So, wir haben vorhin einen Münzwurf gemacht und du solltest anfangen. Gut. Okay, also, wir wollen jetzt anfangen. Seid mal jetzt alle ruhig. Finch, erste Runde. Yo. Berlin, ich bin das Top-Tier Nummer 1. Der Champ der letzten Show. Aber wie kann es sein, wenn ich freestyle-technisch echt der Schwächste von allen Anwesenden war? Ich nahm teil an der Show nur aus Spaß an der Sache. Dachte nie ans Gewinn, machte mir gar keine Platte. Stammelte Wortfetzen ins Mic, gar keine Reimstruktur. Jeder Besucher dachte sich, was soll die Scheiße nur? Wollte gegen Cashes und Gia schon gar nicht erst antreten. Aber hab es Tierstar versprochen, na dann muss ich halt mein Mann stehen. Und ihr behauptet, in der Crowd steht nur mein Freundeskreis? Bei jeder Billigline hört man seine Leute schreien, ey, ich enttäusche euch gleich, Schluss mit Heucheleien, weil mir der Scheiß auf der Zunge schon seit Tagen brennt. Das ist das, was du nie haben wirst, loyale Fans. Die für einen quer durchs Land fahren, egal wie weit es auch ist. Und die die Hand dann auch heben, wenn die Leistung nicht stimmt. Und ihr sagt, Finch kann nur noch aufgrund des Hypes hier gewinnen? Ja, was wollt ihr mir denn erzählen? Wie soll es denn Hype sein, wenn der Scheiß hier schon seit 4 Jahren geht? Und genau an dieser Stelle kommen wir dann zu dem. Ich weiß, dass dir das Battle hier sehr viel bedeutet. CLEPtomatic, CLEPto-CLEP, wer bist du heute? Deine ständigen Imagewechsel sind ein Grund auch dafür, warum dich keiner ernst nimmt und deine Kunst akzeptiert. Klicks sind nicht alles, ihr habt recht. Aber sie beschreiben, wie relevant jemand ist. Und deine Musik ist ein Beispiel für Scheiße, die sich ein Leben lang keiner gibt. Unglaublich. Deine Backspin-Premiere? Gefloppt. Brachte dir gar keine Klicks, weil du was vorspielst, Tim, was du in Wahrheit nicht bist. Du machst auf eloquenten Weltenbummler, der bei den Frauen gerne schleimt, doch bleibst ein Fanboy-Hurensohn, sehnst dich nach Aufmerksamkeit. Und weil du ständig behauptest, dass du auf die Reichweite scheißt, lade ich alle Anwesenden jetzt auf eine Zeitreise ein. Battle Rap Bundesliga. Fast ein halbes Jahr her. Merlin stellt was auf die Beine, feierst all das ja sehr. Doch warst bei weitem nie fair, du dummer, peinlicher Punk. Denn zu anderen sagst du, das Format ist nur zum Scheitern verdammt. Du solltest Merlin vor einer Woche battlen, doch das wundert mich nicht. Du trittst Abmachungen mit Füßen, weil du unehrlich bist. Das Battle war quasi fix, Ender Weekend 2, aber Finch battlen bringt mehr Klicks dank des Riesenhypes. Komm schon, sieh es sein, dass mein Erzähltes hier stimmt. Du weißt, was alle hören wollen und schreibst es lediglich hin. Dich an fremden Schwänzen hochzuziehen, gibt dein Leben einen Sinn. Du nutzt die Leute aus, bis du zu den Nächsten entspringst. Berlin, sagt mir ernsthaft, ob das für euch ehrenhaft klingt. RBA, VBT, JBB, Diltilly, Backspin, Top Tier. Ey, du schämst dich bestimmt. Dann sind wir mal ehrlich. Ausschließlich dein Verräterinstinkt beschreibt die Wege des Tims, aka das Fähnchen im Wind. Jo, Tim, du Hurensohn. Dein Track, Tim Thaler, der beschreibt dein Leben genau. Doch du hast anstatt deines Lächelns deine Seele verkauft. Und deinen Job bei Easy Dazzle benutzt der Klepto jedenfalls am liebsten, um sich in seine scheiß Musik in die Berliner Rap-Szene reinzukriegen. Gegen jegliche Prinzipien, was die Schwuchteln da macht. Ey, es ist unprofessionell, wenn man Leuten, mit denen man dreht, seine Mucke aufquatscht. Ja, nee, habe ich andere Informationen. Du riskierst durch snitchige Aktion sogar deinen Arbeitsplatz. Wir beide wissen ganz genau, dass ich die Wahrheit sage. Also, Klepto. Denk bitte ganz genau darüber nach, ob du meine zügellose Art als Image und eine Lüge heute entlarvst. Und an dieser Stelle eine Bitte an die Crowd. Hört auf, Leute zu feiern mit einem außergewöhnlichen Style. Scheißt auf neue, coole Sachen und einen möglichen Hype, denn es wäre töricht und falsch, diesen Deppen echt Respekt zu zeigen. Wir sind echter Hip-Hop und müssen uns an unser Battle-Rap-Gesetzbuch halten. Regel Nummer 1, Regel Nummer 1. Feier nur 0815 Rapper, die es schon 20 Mal gibt. Und was Generic Punches betrifft, na ganz sicher nicht. Regel Nummer 2. Gute Engels, starkes Pen-Game und ein Bodybag verpassen. Kaum noch Deutsch reden, weil wir wie echte Army-Rapper hasseln. Und zu guter Letzt, an euch Hurensöhne, immer behaupten, dass man echter Untergrund ist, auch wenn man rundherum nichts haben will als Klunker und Klicks. Und ob eine Message an euch Missgeburten, ich hab eure Mütter gefickt, Alter. Und willst du wissen, was wirklich ein Wunderpunkt ist? Zieh dir meine Millionen von Klicks rein und pack am besten noch einen Dislike drauf. Aber insgeheim weiß ich ganz genau, du feierst den Finch-Hype auch. Beschwer dich über eine parteiische Crowd, vielleicht springt für dich eine Dose Mitleid raus. Aber das Einzige, das wirklich Einzige, was von dir Missgeburt heute angebracht wäre, sind Props an mich, denn ich lebe deinen Kindheitstraum, Fotze. Time. Schöne erste Runde von Finch Asozial! Yo, yo, okay, yo, yo. Erste Runde, clap! Ich wusste, dass du das mit Merlin ansprichst, du elende Bitch. Ich hab dich als allererstes gefragt, ob wir bei Diltilly battlen wollen, doch da schämtest du dich, O-Ton. Ich kann dann bei Diltilly nur verlieren und werd da eh nur gefickt. Im Gegensatz zu dir hab ich wenigstens die Eier, dass ich dich in deiner Scheißliga battle, in der 90% der Fans plus die Veranstalter mich gerne als Verlierer hätten. Yo, was hast du noch gesagt? Hast du mit Klicks, ne, angeben, ne? Dass du mit den Klicks angibst, hat er gesagt, Millionen Klicks, finde ich wirklich ein bisschen sonderbar. Denn dafür, dass du Fame wirst, chillst du ja wirklich mit den ekelhaftesten YouTuber-Hurensöhnen, wie ich letztens in deiner Story sah. Tanzverbot, Atlas von Review, Leute, kein Kommentar. Dann bleibe ich lieber scheiß unbekannt, bis sie mich irgendwann mal begraben, anstatt auch nur eine Millisekunde bei YouTube Deutschland zu blasen. So. Also bevor, ich habe noch nicht mal angefangen, bevor wir anfangen, ich weiß, das mit den Mikros, das ist krank ätzend, aber was meine Mikrofonwahl angeht, halte ich sie Finch bei seiner Frauenwahl. Entweder gar nicht oder ansteckend. Okay, jetzt können wir anfangen. Okay, hey! Okay, Leute, lasst uns beginnen in einer Zeit, in der... Hab ich eure Aufmerksamkeit? Habt ihr Bock? Macht doch mal Lärm! Okay, lasst uns beginnen in einer Zeit, in der dieser ach so harte Pöbel da ein ganz und gar gewöhnlicher Brandenburger Köter war. Statt Pocohila trug er Zopf mit langem Mund geföhntem Haar, den Kamm öfter am Kopf als ein ganzer Orgi-Pörnchen-Cast. Ja, er war ein gänzlich unschuldiges Welpen. Weit weg von Punchlines oder bösen Bars wächst er statt mit Hip-Hop auf mit Schlagerpop im CD-Regal. Doch in einem Scheißkaff, in dem es nicht mal Tabakshops oder WLAN gab, muss man halt rappen, wenn einem das Hundeleben langsam zu eintönig war. Dann die erste Zeit vorbei Ram, bei der man ihm bis in die letzte Reihe ansah, wie nervös er war. Und als Ben fragt, ob er betteln will, sagt er erst nach langem Hadern und Zögern ja. Und als er dann original zu Cynic meint, trink mal lieber ein bisschen weniger, wurde mir klar, was ich da sah, war noch nicht Finch, der asoziale Säufer, noch kein ach so harter Deutscher, nein, das war der letzte Moment, in dem der echte Nils da oben auf dieser Bühne war. Denn Tierstar und Gian sahen in ihm was und fingen an, darüber zu philosophieren. Mit welchem Image kann man dieses Hündchen den Kinderfans offerieren? Denn der Mensch zu sein, der du bist, reicht nicht, um in dieser Liga zu funktionieren. Also legten sie die Leine an und nein, sie schafften keine Kunstfigur. Was sie da mit dir machten, Nils, gleicht eher einer Hunddressur. Doch es kamen Fragen auf, denn wie glaubwürdig ist es, wenn er bellt, der fickt im Sauna-Club auf Dauer, sufft die Frauen kaputt, wenn dieser Rotschopf dabei so aussieht wie eine Mischung aus Pumuckel und dem Bausparfuchs. Wie schafft man es, mit einem Fake-Image nicht irgendwann mal aufzufliegen? Und wie riskant wird die Operation, ihn erst einmal vollständig aus Karate-Andys Arsch herauszukriegen? Außerdem gab es dann noch ein letztes großes Manko. Einzig das asozialen Image reicht nicht mehr, denn viele andere machten das in besserer Form schon lang so. An dieser Stelle Grüße raus an Merlin und Charambo. Tierstar wusste das, schaute sich nächtelang Marktforschungsanalysen an. Gian widmete sich aus mir unbekannten Gründen lediglich den Tortendiagrammen und anhand der Quersumme aller YouTube-Einnahmen und Klicks, Zuschauerzahlen der Gigs, hunderter Daten von User-Umfragen entdeckten sich schließlich nach stundenlangem Laden aller Koordinaten auf der Google Earth-Karte ein Nichts. Denn im Norden, Süden, Westen des Landes war Ram in der Jugend fast allen ein Begriff. Einzig und allein für das ostdeutsche Publikum hatten sie nichts, also schufen sie daraufhin dich. Und das ist der einzige Grund, warum du Hundesohn gerade hier bist. Ja, ich hoffe, dass deine ganzen Fans das verkraften. Die kläffende Töle da wurde von zwei Wessis erschaffen und nein! Ossi sein heißt nicht für sie an jeder Ampel Menschen zu machen. Ey yo, also bettelte der neu frisierte, verhaltensoptimierte Wauwau von nun an nach seinem leitenden Faden. Und wie es die Analysen prophezeiten, begannen sich ostdeutsche Hardcore-Fans auf deine Seiten zu schlagen. Tierstar, Gian fing an, mit deinen Battles eine ganze Menge Reibach zu machen. Das war wie mit den Lachern bei Ram, weil sie mit der Zeit immer mehr eingespielt haben. Der nächste logische Schritt neben den ständig ätzend propagierten und mit angrenzender Sicherheit im Westen produzierten Fanartikeln war, dass aus dem Dressurhund da endlich mal ein MC wird. Und es liegt auf der Hand, dass bei den ersten Videos Gian dafür Regie führt. Er setzte dich nach seinem Plan in Szene und so gelang, was bei dem Fettsack früher im Sport nie klappte, nämlich, dass er endlich mal eine Rolle schaffte. Ey yo, mir ist es unbegreiflich, wie dieser bei der ostdeutschen Gemeinde heuchlerisch schleimende Lügner bei Rap am Mittwoch echt einen Lauf hat. Gegen Jizzy im Battle sagt er: Wenn ihr mich gewinnen lasst, gebe ich euch heute allen einen aus. Und ich frag mich, warum keiner von euch den arschleckenden Keck da auslacht. Wird Zeit, dass ich deinen Höhenflug jetzt stoppe, wenn ich heute Abend komplett hier ausrast. Du sagst, Vergewaltigung ist in Ostdeutschland ein Bürgerrecht, hä? Ja, dann nimm's mir auch nicht übel, wenn ich heute von meinem Recht Gebrauch mache. Und jetzt fang doch wieder an in deiner, ja, komm. Und jetzt fang doch wieder an in deiner pseudo-asozialen Slang zum Publikum zu reden. Doch ich weiß, einzig Gian und Tierstar waren die deine kleine Hundemarke prägten. Und jetzt sag doch, dass du die minderjährigen Mädels nagelst in der Frequenz von einer Nähmaschine. Sag doch, die Ketamine in deiner Nase erzeugen wieder eine Schneelawine. Doch sind all diese Gedanken wirklich Teil von deiner Lebenslinie? Die Antwort gibt's im zweiten Part, wenn ich den Hurensohn demaskiere. Schöne erste Runde von CLEP! Fass mir noch einmal an, schlag dich tot. Okay, und das bitte. Ist vollkommen ernst, du Bastard. Okay, fass mich an, ich schlag dich tot. Gut, okay, hey. Gut, chill, alles gut, Habibis. Wie gesagt, bitte nicht anfassen, ist okay, kann man vollkommen verstehen. Bitte respektier das. Jo. So, und jetzt bitte alle ruhig, seien wir jetzt alle ruhig! Hey. Zweite Runde, Finch. Ja, stimmt. Finch Asozial war man Nils und Finch Asozial kommt aus Brandenburg, dafür stehe ich. Und genauso wie ich stehe für Atlas von und Tanzverbot, Alter. Keine neuen Informationen, du Bastard. Und nochmal zu der Sache mit Merlin. Du solltest das Battle mit mir eigentlich bei Battle Rap Bundesliga machen und da, genau das ist der Grund, weil du hinterm Rücken redest, du Missgeburt, Alter. Aber scheiß mal auf Punches, sind alles nur Informationen. Ey, Clep. Echt schon süß, von welcher Seite du dich bei den Leuten hier zeigst, denn in deinem letzten Battle beschränktest du deinen Gegner nur auf seine Äußerlichkeiten. Sagst, er wäre fett und hässlich. Mann, warum hast du so eine große Schnauze? Wir sind Männer, Frauen lieben unsere Wohlstandsplauze. Ey, Kinderkörper, ich hoffe, du verstehst mich jetzt. Denn auch du wirst zu einem Mann, wenn die Pubertät einsetzt. Man bleibt beim Erscheinungsbild stehen, will man aus dem Robscue-Battle deine Hauptthemen nennen. Dabei bist du sonst immer der Rapper, den man nur noch auf sein Aussehen beschränkt. Hey. Also kann ich nicht verstehen, dass du darüber noch einen Part machst, wenn du doch selbst am besten weißt, wie es ist, wenn Gott einen bestraft hat. Du bist immer top gestylt und diese Haarpracht ist eine gute Voraussetzung, mit der man junge Viecher klärt, wenn da nicht nur der fußballfeldgroße Unterkiefer wäre. Und ja, ist okay. Darüber hat schon jeder deiner Gegner gefühlte 800 Stunden erzählt und das ist hier jetzt echt nicht angebracht. Aber was soll ich tun, wenn der Kiefer nur mal das Einzige an dir ist, was Ecken und Kanten hat? Ey, Steinbeißerfresse! Aufwachen! Oder dachtest du, du kannst dich bei meinen Texten entspannen? Onkel Finchi macht den Timmy Boy jetzt mal zum Mann. Brust raus, Kopf hoch. Zeig den Mädels was. Du hängst rum wie ein Schluck Wasser, völlig fehl am Platz. Ich will nicht sehen, dass du große Reden schwingst, sondern lieber mal einen Klimmzug machst und es dank des Testosterons auch in den Stimmbruch schaffst und zu etwas anderem als nur Männern eine Bindung hast. Dann sind wir mal ehrlich, seine Stimme klingt so, als wenn Kreide deine Leibspeise wäre oder als hätte man Donald Duck mit voller Kraft die Weichteile entfernt. Dein ganzer Körper ist übersät mit Leberflecken. Für diese Missbildung sollte man deine Väter ächten, die deinen Schädel brechen, weil du deutschen Rap beschmutzt. Ich trete dir mit voller Wucht in die Schnauze und aus Schnürsenkel wird Kleppverschluss. Deine Nase, gerade seine Nase ist dran. Deine Nase hat eine Hakenform wie die von Fahrenhorst. Ja, die wurde schön Big Chief gebumst damals im Knabenchor. Und ich habe einen deiner Freunde geboxt, weil er meinte, ich wäre rechtsextrem. Ist aber nicht umgekippt, denn ich habe nur links wenig Power, aber rechtsextrem. Also, leg dich nicht mit dem Ostler an, ich scheiß auf deine Toleranz, das hier ist kein Popgesang. Ich werde dir meinen Ochsenschwanz so tief in dein Loch einrammen, bis deine Fotze krampft und du nur noch gebückt läufst wie der Glöckner von Notre Dame. Leute wie du brauchen eine Kochschürze, Leute wie ich brauchen jedes Wochenende eine Kotztüte. Also ab jetzt, hol mir Mostrich und ein paar Bockwürste und weißt du was? So riechen Ostfürze. Halt deine Fresse, wer hat da was gesagt? Hast du irgendwelche Probleme? Achso, halt deine Fresse, du Bastard. Was denn, was willst du denn? Willst du deinen Kumpel drauf? Wir wollen weitermachen, hey! Okay, reicht! Bitte! Halt deine Fresse, dann klär mal drauf, naja, du Wichser! Wir wollen weitermachen, kommt! Ey! Das gilt auch! Ey, aber das gilt bei seinen Parts genauso. Nicht durchquatschen, keine Beleidigung. So ist es uncool, Alter. Wir genau! Uns klären, okay? Let's go, weiter. So, Osten, Ostdeutschland. Ah, was ein interessantes Thema. Und auch wenn ich die Karten in deiner Hinterhand nicht sehen kann, sage ich, Tim, du Punk, erzähl mal. Du kommst doch aus dem Osten. Leipzig. Bist stolz darauf, Ossi zu sein? Stehst du dazu, ja? Lüge, Alter, eine richtige Lüge. Und es wird Zeit, dass du in der Runde eine Lehrstunde in Erdkunde kriegst, weil du nach jedem Grenzübertritt deine Herkunft vergisst. Eine riesengroße Lüge, die deine Lippen verlässt. Denn bei deinem Leipzig-Battle benutztest du uns nur als ein Imagekonzept. Und vielleicht wirkt das, was er heute hier über den Osten sagt, für die Leute richtig korrekt. Doch bei jedem anderen Battle im Westen sind wir ihm dann nicht mehr gerecht. Ich bin nicht der Scharfrichter und entscheide zwischen richtig und schlecht, doch uns nur dann zu erwähnen, wenn es für einen selbst von Vorteil ist, das nennt man ein Mittel zum Zweck. Und jetzt entscheide du und du, wo ist die Kamera da, ob es für dich richtig ist, wenn dich der Klepp nur dann benutzt, wenn es für ihn nützlich ist. Jo, wartet. Klepp, wenn es für ihn nützlich ist. Lernen. Genau. Und auch wenn du heute hier was reißt, bleibst du in Zukunft ein Nichts. Denn es sind die ostdeutschen Werte, die du nicht vertrittst. Treue, Loyalität und Ehrlichkeit. Kannst nichts erreichen, weil du uns deine Texte, aber dein Herz nicht zeigst. Und die Leute merken das, weil du nicht fühlst, was du sagst. Weil in jedem Battle deine Mimik der von Renate Künast entsprach. Weil du dich stark und cool fühlst, bist du auf Brandwein und Schnapp. Doch bist ein Typ, der, wenn es klatscht, gleich eine Anzeige macht. Aber nicht heute, Alter, nicht heute, du Fotze. Ich sage Berlin, wir schaffen das. Schluss mit diesem Eintags-Ossi-Sein und seiner perfiden Machenschaft. Denn während ich mir genüsslich die Rotzbremse leck, nehme ich dir symbolisch deinen Oststempel weg. Und wenn du Rotzbengel denkst, das war's, sage ich dir, Gott ist groß und erteile dir Kraft meines Amtes hier mit Ostverbot, Fotze. Schöne zweite Runde von Finch. So. Kommen wir zu der zweiten Runde von CLEP. Bist du bereit? Let's go, kick it. Okay, ja, ich hab nen eckigen Kopf, aber glaub mir, mein Kiefer ist krank drauf. Versuch mir einen Kinnhaken zu geben und der schlitzt dir die Hand auf. Okay. In Runde 2 zerlegen wir das Image dieses wandelnden Klischees aus der Brandenburger Kleingemeinde mit all seinen Facetten in jedes seiner Einzelteile. Beleuchten wir zunächst einmal deine Trinkeskapaden und deinen angeblichen Alkoholismus, weil er im Stil eines Teenagers, der sich sein erstes V+ Energy gekauft hat, uns davon in jeder zweiten Zeile berichten muss. Also hört dich zu, was Finch Asozial als krasseste Suff-Geschichte im Interview mit Pisek so einfiel. Warnung an alle Kinder, nehmt euch an dem nachfolgend Gesagten bitte kein Beispiel. EM 2016, unser Nils moderierte da ein Spiel für irgendein unbekanntes Drecksformat, der misslief im Livestream. Und im Laufe von einer Halbzeit trank der da nicht eins, nicht zwei. Der kranke Mutterficker trank 3 Bier! Den zwölf Zuschauern vor dem Stream schwant Böses, als er verschwindet und das Bild plötzlich einfriert. Doch Finch Asozial, nach dieser erheblichen Menge an Alk, schon beinahe im Delirium, wirft auf dem Weg ins Badezimmer um ein Haar den Geschirrschrank um, sieht mit verschwommenem Blick dem Tod direkt ins Gesicht, bevor er im letzten Augenblick das ätzende Gift in die Toilette erbricht. Doch Nils wusste, und das würden auch die erfahrensten Ärzte ihm sagen, nach dem Konsum von 3 ganzen Bier ist es mit ein bisschen Kotzen noch längst nicht getan. Also reißt er sich mit letzter Kraft hoch aus der Embryonalen und ruft mit zitternden Fingern für sich selber den Rettungsdienst an. True fucking story. Und als der Sunny kam, rannte Nils direkt panisch schreiend raus. Doc, ich weiß auch nicht, wie es passierte. Mann, es artete gerade aus. Schneid mir, wenn es zum Überleben hilft, die Magenschleimhaut auf. Oder wenn du ein Ärzteteam einfliegen lässt, dem du ganz und gar vertraust, hab ich geschaut. Ein guter Landeplatz ist da auf diesem Haus. Wie stehen die Chancen, dass mein Schirmkörper diesen Schaden je verdaut? Und der Sanitäter sagte, Junge, schlaf dich einfach aus. Ey, ich meine, jeder kennt das doch, wenn man sich mit seinen Jungs zu viel Alk reinknallt und sie dir in weiser Voraussicht das Handy wegnehmen, bevor du irgendeinen emotionalen Scheiß an eine Alte schreibst. Wenn deine Kumpels dir dein Handy wegnehmen, dann nur aus Angst, du willst wieder die 112. Ich meine, was würde passieren, wenn der wirklich mal versucht, eine Flasche Pfeffi zu ächzen? Rufst du dann gleich bei einem Notar an, um dein verficktes Testament aufzusetzen? Ey, doch das Geilste an der Geschichte kommt erst noch. Denn für diesen Absturz redet Finch sich im Interview noch raus. Denn vor dem Kotzen habe er mit einem Asiaten gesoffen. Und laut ihm trinken die ja immer wie Sau. Ach so, du meinst Asiaten, also diese meistens hochgewachsenen Menschen mit den riesigen runden Augen und den großen gelben Schwänzen? Stimmt, die sind ja bekannt für ihre angsteinflößende Immunität vor alkoholischen Getränken. Geht weiter. So viel also zum Thema, dass du bei Saufereien der King bist. Widmen wir uns als nächstes mal deinem Bauarbeiter-Image. Klar, dass du zu deinen Promoterminen in Blaumannkleidung hingehst, denn in Kombination mit deinem Proletengehabe wirkt damit dein Auftreten sehr stimmig. Und auch an dem eben besprochenen Abend hatte Nils aus Promo-Zwecken wieder den Blaumann an wie jedes Mal. Und nach der Nacht, in der er schlafend neben dem WC rumlag, musste er verkatert im Blaumann nach Hause laufen am nächsten Tag. Weswegen er zu Pisek sagt, dass das die peinlichste Situation in seinem Leben war. Ey Junge, was stört es denn den Bauarbeiter, dass er verkatert im Blaumann nach Hause geht? Nichts! Doch dieses ganze Arbeiter-Image ist aus der Luft gegriffen und wurde dir von deinen beiden Herrschern da auferlegt. Dein Blaumann dient bloß als Kostüm, damit deine Zielgruppe sich mit dir identifiziert, aber das da ist kein Vertreter der Arbeiterklasse. Nee, Mann. Hier riecht's immatrikuliert. Ey Leute, denn der Finchi, der studiert! Also, liebe Finch-Fans, reden wir jetzt mal Tacheles. Jeder von euch, der auf dem Bau arbeitet und denkt, dass Nils hier so ein Atze ist, mit dem man ordentlich einsaufen kann, wenn man ihn zufällig auf Montage trifft, muss ich sagen, das ist schwachsinnig. Denn wenn der seinen Bachelor hat, ist er euer Chef. Der Typ, der sich lieber im Büro den Arsch absetzt, für den euer Job und eure Kleidung peinlich, banal und albern ist. Und wenn jemand von euch wirklich mal angetrunken arbeitet, ist der der Typ, der euch den Job wegnimmt und auf die Straße schickt. Jo. Und zu guter Letzt wird auch noch ein dritter Mythos ausgeräumt, denn nach deinem Battle gegen Davy sagst du ja stolz, du seist kein Kind von Traurigkeit. Wer also jetzt davon ausgeht, Nils Leben hier sei geballte Action, dem erzähle ich jetzt mal kurz von seinem härtesten Gewaltverbrechen. Ich auch aus dem Pisek-Interview. Das war eine Goldgrube, Alter. Ja, hey. Es ist jetzt ein paar Jahre her, unglaublich aber wahr. Da fängt er an, sich zu prügeln nach dem Saufen in der Bar. Er holt aus und gibt eine Gerade, doch sein Gegenüber ist robust. Und so dauert es nicht lang, dann geht Nils Schlüsselbein zu Bruch. Er geht nach Hause als Versager und schiebt übertrieben Frust, weil sein Gegner nur ein gottverdammter Autospiegel war. Ey Junge, mal ganz davon abgesehen, dass du in deiner Freizeit Autospiegel abschlägst. Ey, wie verkorkst ist bitte das? Aber Dicker, du hast ein One-on-One gegen ein parkendes Auto verloren. War das ein Transformer oder was? Yo. Okay. Was lernen wir also daraus, wie sich der kleine Nils verhält? Warum ist er denn in so einem schlechten Einklang mit der Welt? Mann, dass sich deine Aggression ausgerechnet an einen Spiegel richtet und du voller Wut zuschlägst, kurz nachdem du in ihn reinblicktest, zeigt der ganze Hass, den du so ausstrahlst, der gilt eigentlich dir selbst. Nils, denn du bist nicht der Schläger, der du vorgibst, hier zu sein. Du bist nicht der Arbeiter, der du vorgibst, hier zu sein. Und nein, du bist auch nicht der Säufer, der du vorgibst, hier zu sein. Was bleibt also außer ein paar wacken, kontroversen Zeilen? Junge, du bist nicht Finch Asozial. Du bist Nils ganz normal. Ist doch so, ist doch so. Du bist Nils ganz normal. Sieh das langsam mal ein. Warum will Nils ganz normal bitte im Rampenlichtschein auf Krampf immer ein Underdog sein? Frag dich mal, würdest du, wenn du selbst wärst, auf dem ansatzweise selben Bekanntheitsgrad sein? Die Antwort heißt... Time. Stabile zweite Runde von CLEP. Kommen wir zu der dritten Runde von Finch Asozial. Ja, und eine ganze Runde Storytelling. Ich wusste echt, dass es eklig ist, aber wir werden nachher mal ausprobieren, wer der King an der Theke ist. Und Dufttoilette, können wir ausprobieren. Ist doch Image, alles gut, ist Image. So, Clep, ich weiß, in diesem Battle wurde schon viel gesagt, aber verrat mir lieber mal, wie viel Liebessaft in deinen Kiefer passt, wenn du Schniedel zackst. Oder wie oft Tierstars Schwanz in deiner Maulgegend parkt, oder was hast du ihm versprochen, dass du hier auftreten darfst? Du gibst im Robscue-Battle unterschwellig Props, weil dein Plan da schon stand. Ich gehe zum Top Tier Takeover, da komme ich an Disaster noch ran. Aber falsch gedacht, Kleppi, das war wohl nichts, weil der Gute jetzt zu Hause in den Staaten sitzt. Aber wer zuguckt und ich nicht will, dass unser Battle in einer Niederlage endet, zeigt sich Finchi wieder mal erkenntlich und erklärt es ihm dann mal auf Englisch. Yo. Hey, Disaster, is everything okay? Listen. This is a battle between the East German redneck and Steve Urkel's ex-friend. Listen please. I'm a half-giant, yeah, Rubius Hagrid, and this is Draco Malfoy, a stupid small faggot. Finch Asozial is iconic, like the famous Macintosh, cause I'm the one and only stepson of David Hasselhoff. Also, Clep, du befindest dich auf dem Abstellgleis, denn Finch das Warzenschwein spricht die Sprache des Klassenfeinds. Die zweite Niederlage in Folge, schau dir dein Schicksal an. Jetzt fick dich schon ein Rothaariger mit einer Sprache, die der nicht mehr kann. So Leute, ist eigentlich nicht meine Art, aber ich setz mich jetzt mal auf den Beichtstuhl. Ich stehe jetzt zu dem, was ich bin und würde nie behaupten, dass mir meine Kunst leid tut. Und auch sehen's meine Feinde nicht so, will ich's noch einmal betonen. Für das, was ich mache, sage, tu, stehe ich als Einzelperson. Chill. Stehe ich als Einzelperson. Ich zeige lediglich mein Leben und will keinen dazu anspornen. Andere hingegen benutzen "Lass mal lieber einen kiffen" als Werbeslogan für eine gesamte Plattform. Also fick dich, du Faggot. Mein Hate gegen diese Hurensöhne ist schon berechtigt. Ich gehe ohne einen Cent in einen Striptease-Club und komme mit einem Fuffi wieder raus, weil ich die Mutter vom Big Chief bums. Ein Fuchs in der Tasche, korrekt, war zwar nicht der beste Sex, aber zu Hause komme ich an mit einem Huni, weil ich kurz vorm Ausgang noch Kleptos Schwester treff. So, Real Talk. Warte, wo sind wir gewesen? Genau, ich stehe öffentlich zu meiner Meinung, deshalb hast du gegen mich schon eine Weile gehetzt. Ziemlich riskant, denn wie ich hörte, ist deine ach so weiße Weste auch ein wenig mit Scheiße befleckt. Leute, wir sehen hier nicht nur einen MC, sondern einen Kameramann. Dieser dreht seine Videos gerne auch in Eigenregie. Wisst ihr, was jetzt kommt? 9. Mai 2015. Clep plant mal wieder einen seiner Business-Moves und hat eine Darstellerin für einen seiner Clips gesucht. Und genau das fickt dich nun. Oder willst du mir sagen, dass du Jasmina nicht kennst? Kennst du nicht? Sicher? Ein 15-jähriges Mädchen, was in deinem Video mitgespielt hat, Clep? Minderjährige im Video, ob das cool ist, sei mal so dahingestellt. Aber kann schon verstehen, dass so eine Rolle in so einem Rap-Ding einem Kind gefällt. Da brauchst du gar nicht mit dem Kopf, da brauchst halt deine Fresse, Egg-Battle, du Bastard. Da brauchst du gar nicht mit dem Kopf zu schütteln, einen Scheiß lüg ich eben. Du wolltest ein 15-jähriges Mädchen in deinem Video freizügig sehen. Unvorstellbar, unvorstellbar, wie man nur an so einen Scheiß denken kann und als erwachsener Mensch nicht mal ein Nein checkt, verdammt. Oder dachtest du echt, sie zieht in deinem Video Reizwäsche an? Und wer jetzt behauptet, dass ich lüge und meine Worte hier anzweifelt, fragt die Kleine. Als sie sich geweigert hatte, wurde dieses Arschloch sogar noch handgreiflich. Also Tim, hey, kick mich an. So red ich nicht mit jedem. Für ihre Eltern waren es nur blaue Flecken, für sie jedoch ein prägendes Erlebnis. Und du brauchst dich gar nicht erst rauszureden, von wegen, das war nicht so gemeint. Entschuldige dich bei ihr und bezahl das zerrissene Oberteil. Und wer jetzt behauptet, ey Finch, das ist doch eh deine Schuld, es gibt einen Unterschied zwischen Sachen, die man sagt und Sachen, die man tut. So. Das lag mir einfach nur am Herzen, denn eigentlich gehörst du inhaftiert, aber die Leute sind ja hier, um zu sehen, wie ich die Kantenfresse ficke im Finch-Manier. Also, Klepto, frag deine Mutter. Mein Erbgut zu fressen ist ungefähr das gleiche wie ein abgestandenes Sternbuck zu ächsen. Ich kette deinen Vater an der Heizung mit einer Handschelle an und lass ihn zugucken, wie ich deiner Schwester, dieser Kampflesbe, ihre Plagreste aus der Hackfresse ramm. Wenn ich dich mit meinem Würstchen ficke, fragst du, ey Finch, wer hat dir ins Gehirn geschissen? Ich verabreiche dir einen Liter Türkenpisse und du sagst dir, einmal würzen bitte. Also, Klepto, egal was du heute hier für Einzelheiten verrätst, du kannst das Ding nicht beenden, denn ich gehe weiter meinen Weg. Ich will keinen Titel hier im Battle Rap, den kannst du da noch nehmen. Ich mache Musik, um eine ganze Jugend zu prägen. Alles okay, schön gelaufen, aber eins muss ich noch sagen. Finch bleibt asozial und dafür stehe ich mit meinem Namen. Time. Schöne dritte Runde von Finch Asozial. Kommen wir zu der letzten Runde von Clap. Let's go. Ey, yo, dicker Finch, glaub mir, du bist nicht der King, wenn du gegen mich nichts anderes in der Hand hast, außer erfundene Geschichten zu bringen. Okay, dritter Part. Normalerweise sollte ich als Battle-Rapper die Unterschiede von uns beiden aufzeigen, die uns zwei unterscheiden. Doch stattdessen widme ich den Part hier lieber unseren Gemeinsamkeiten. Denn auf den ersten Blick führen wir zwei ein gänzlich anderes Leben. Doch wenn man tief genug gräbt, dann erkennt man auch Parallelen. Punkt Nummer 1. Wir beide lieben Ostfußball und stehen zu unserem Team. Du halt für Union und ich für meine BSG Chemie. Aber Nils... aber Nils, du darfst jetzt bitte nicht schwächlich sein. Doch ich glaube, deine Drecksfreundin ist Fan von einem Westverein. Denn immer wenn du nicht da bist, lässt die paar blaue Berliner Männer rein und 10 Minuten später hört man sie dann nur noch Hertha schreien. Aber erstmal Spaß beiseite. Es gibt da diese eine Sache im Battle gegen Goyner, damit würde ich mich kurz gern auch mal befassen. Da hat er nämlich eine Line gekickt und sie im Nachhinein fürs Video dann selber rauspiepen lassen. Das hat mich stutzig gemacht, also habe ich mich damit kurz mal befasst. Doch ey, keine Angst, Nils. Ich will nicht, dass du jetzt auffliegst, du Lappen. Ich weiß doch spätestens seit deiner Schleimerei in Leipzig, dass es für dich nichts Wichtigeres als einen guten Draht zu ostdeutschen Fußballfans gibt. Und ich weiß, dass du im Weiblingskiez wohnst, wo man von fast jeder Ecke einen gewaltbereiten Hooligan trifft. Plus, wir beide wissen, es wäre nicht das erste Mal, dass du Ärger bekommst für die kontroversen Lines, die du gerne kickst. Also weiß ich, dass du zu deinen eigenen Worten nicht stehen konntest, hatte nur einen Grund, Mann. Du hattest Schiss. Und Nils, das verstehe ich. Bei mir ist dein Geheimnis sicher. Sei du dir gewiss. Ich will doch auch nicht, dass du ab morgen nicht mehr vor die Tür gehen kannst, aus Angst, dass einer dieser Ultras dich trifft und sofort zerfickt. Darum werde ich jetzt ganz bestimmt nicht verraten, dass du meintest, dass jeder BFC-Dynamo-Fan ein Hurensohn ist. Okay, Punkt Nummer 2. Abgesehen von deinen nervigen Erzählungen über sämtliche Arten von Spirituosen geht es in deinen Scheißtexten ja sonst nur um die Liebe zu Drogen. Und glaub mir, ich bin ganz bestimmt nicht in der Position, dich für deinen Konsum zu kritisieren. Dafür war ich selber viel zu durch in meinem jugendlichen Hirn. Mann, ich war ständig wach über Tage, immer auf Achse und Nase und hab bis heute zu kämpfen mit den Vertrauensbrüchen, die ich meinen Eltern in dieser belastenden Phase nur für ein paar Gramm auf der Waage mehr als 1,5 Jahre angetan habe. Und Mir ist es scheißegal, ob du auch nur 10% der Drogen genommen hast, über die du rappst. Und ich habe auch ganz bestimmt nichts gegen eine Molly auf Party oder ein bisschen Flex. Aber ich hoffe, du weißt, die Leute, die deine Aussagen aufsaugen, sind größtenteils kleine Kids im Netz. Und die können ganz bestimmt nicht unterscheiden, ist das gerade die Kunstfigur, die da redet, oder ist es echt? Und wenn auch nur eines dieser Kiddies sich irgendwann eine Spritze setzt oder endet auf Crystal Meth, dann hast du daran eine Teilschuld. Ganz egal, wie sehr du dich hinter deinem Image versteckst. Um es in den Worten deiner Lieblingsserie Game of Thrones zu sagen, du bist wie dieser John. Und das nicht, weil du hoffst, dass die Mauer bis in alle Ewigkeit steht, sondern weil du Bastard hoffentlich irgendwann endest auf Schnee. Jo, kommen wir zum letzten Punkt Nummer 3. Denn in unser beider Leben ist in der Vergangenheit einiges an Unheil passiert. Auch ich kenne das Gefühl, wenn man seine eigene Mutter verliert. Und ich weiß, es gibt 1000 Möglichkeiten, gegen die Sehnsucht und den Struggle zu kämpfen, verlorene Menschen zu ehren oder an sie zu denken, aber es gehört ganz bestimmt nicht dazu, seine verstorbene Mutter auf der Bühne eine Schlampe zu nennen. Und ich glaube, es spricht Bände darüber, welcher Art von Charakter das entspricht, wenn du über die Leiche der eigenen Mutter gehst, nur für einen Scheißlacher von ein paar Kids. Ey, ja. Okay, alles klar. Merkst du was, Nils? Hm? Ich werde heute jeden deiner wunden Punkte treffen. Mann, ich analysiere alle deine unbekannten Schwächen. Ach, was sag ich? Ich breche dich heute in 100.000 Fetzen! So wie du nach 3 Bier dein ganzes unverdautes Essen. Abschließend können wir festhalten, wir beide hatten in vielen Punkten die gleiche Ausgangssituation, nur dass du überall den falschen Weg einschlägst, um dir aber tausende Klicks abzuholen. Ich brauche mich nicht verbiegen für diesen Battle-Rap-Thron, denn die paar Leute hier, die mich kennen, die schätzen mich schon. Und was dich und mich angeht, lautet das Fazit heute letztendlich so: Ich bin der bessere Rapper, der bessere Mensch und der bessere Sohn. Schöne letzte Runde von CLEP! Dieses Battle war wirklich voller Spannung, spannungsgeladen. Macht Lärm für CLEP und Finch Asozial!